Ja, hi, ich bin Conny und ich wollte euch heute mal auf eine kleine Runde zum Geocaching mitnehmen. Hab heute meinen freien Tag und naja, das Wetter ist zwar nicht so besonders, aber ich wollte auch mal ein bisschen rauskommen. Ja, und bin jetzt hier Richtung Freital zum Peuchental gefahren. Bin jetzt irgendwo hier zwischen Bannewitz und Freital auf der Peuchentalstraße und ja, hatte mir eine kleine Runde rausgesucht, nennt sich Lottis Runde im Peuchenwald und das sind fünf Caches, die entlang eines kleinen Spaziergangs hier im Wald liegen. So. Der Cache ist, ich bin jetzt im Wald. Der Cache ist ungefähr in 20 Metern in diese Richtung. Es gibt noch einen Hinweis. Gibt es noch einen Hinweis dazu? Ein ungleiches Baumpaar. Hier sieht man wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht. Na, schauen wir mal. Schon. Ich habe es gefunden, aber wahrscheinlich ist das Logbuch rausgefallen. Ich versuche mal was zum Durchstechen oder muss mal hier so Zapfen reinfallen. Hier ist das Logbuch. Da kann man sich einfahren. Wenn man einen Stift mit hat, der nicht schreibt, hat man natürlich die Tasche. Aber ich habe mir da ein paar wichtige Aufkleber gemacht. Dann kann man halt kein Datum mit eintragen.
Der erste war ja recht einfach zu finden. Und der zweite ist jetzt in ungefähr 200 Meter Entfernung. Also schauen wir mal. Hier oben muss irgendwo der nächste kommen. Oh, hier, das sieht auffällig aus. Ein abgesägter Baumstamm. Wer sagt's denn? Nummer 2 ist wieder schön verpackt. Keiner kann's finden. Und wir schauen mal nach die 3. Was ich immer wieder hasse, dass die Leute ihren Müll im Wald nie behalten können. Man kann ja mal im Wald pullern, aber man muss ja seine Taschentücher und Papier nicht gleich in die Bäume hauen. Kann man auch drauf verzichten. Das ist hier eine größere Dose. Da können auch Tauschteile versteckt sein. Diamantring. Und eine Schaumgummiperle. Und in dieser Dose ist das Logbuch. Wie schon gesagt, mein Stift ist leider eingefroren. Deswegen ist hier der Klopfstift. So, der nächste Cache geht jetzt weiter in den Wald hier hinein, weg von der Straße. Ich habe jetzt 3 gefunden, aber noch keinen gelockt. Ich logge dann immer von zu Hause aus. Kann man zwar von unterwegs auch machen, aber meistens mache ich noch ein kleines Foto dazu. Und einen Text schreibt sich auch besser, wenn man es im Rechner macht, als am Handy. Hier mal ein Blick auf das Logbuch. Ein Wolfgang Petri-Fan hat es zuletzt gefunden.
gibt zwar noch einen Hinweis. Der Owner hat geschrieben, Hinweis am Weg. Aber mehr gibt es dazu nicht. Jetzt bin ich schon hier hunderte Mal vor und zurück gelaufen. Jetzt schauen wir nochmal, wer das gefunden hat, ob jemand noch einen Hinweis dazu geschrieben hat. Versteck wird hier trotz guter Tarnung schnell entdeckt. Ein anderer, ich ging den Weg immer rauf und runter, bevor ich dann auch mal ein paar Zweige in die Hand nahm, um darunter zu schauen. Beim zweiten Versuch konnte ich die Dose entdecken. Als Größe ist die Dose mit klein angegeben, was schon in der Größe einer Butterdose oder einer Kaffeedose ungefähr die Größe erreichen könnte. Da ist er. Noch ein Ring drin. Ruckzuck, jetzt haben wir ja schon 4 gefunden von 5. Bei den meisten Cache mache ich meistens noch ein Foto von dem Schaf. Ich finde das lustig als Erkennungszeichen, dass man dann immer an den Fotos sehen kann. Ach, das Schaf war auch schon hier.
Zu dem steinernen Tisch gibt es noch einen Multicache. Das sind Cache, wo man aus Hinweisen in der Umgebung Zahlen generieren muss. Und danach erst suchen darf oder kann. Diese Zahlen sind in der Regel dann aus den Wegweisern, wie viel Kilometer ist es bis zum nächsten Ziel oder wie lang ist der grüne Weg oder solche Fragen werden da immer gestellt. Aber dazu habe ich heute keine Lust. Ich habe mir den Wegweiser fotografiert, werde ich zu Hause mal in Ruhe nach. Seit 1692 steht der Tisch hier. Er diente damaligen Jagdteilnehmern als Rastplatz. Meter. Ich muss jetzt hier rechts irgendwo kommen. Viereinhalb Meter. Manchmal können sie auch unter Wand versteckt sein. Schauen wir mal, wie groß der ist. Der letzte von den fünf, die ich rausgesucht habe. Ich hoffe, die kleine Runde hat euch auch Spaß gemacht. Und ich werde wahrscheinlich wieder mal ein Video machen. Also schaut mal wieder vorbei. Bis bald.